geredet, jetzt geht's los. Und was ihr natürlich auch jetzt jederzeit machen könnt, ist auf der Seite, die unten in den Kommentaren steht, von ocomic.de, eure Bewertung für das Spiel abgeben. Also nicht für das Let's Play, sondern bitte das Spiel direkt bewerten, wie euch das Spiel insgesamt selbst gefällt, wenn ihr es schon gespielt habt oder vielleicht anhand des Let's Plays seht, ob das was für euch ist. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Habe ich auf jeden Fall einen Link reingestellt, kann man ganz unten an der Seite immer die Bewertungen selber abgeben. Jeder immer nur einmal natürlich. Und dann könnt ihr sehen, wie die anderen das Spiel bewertet haben und ob es sich vielleicht lohnen würde für euch, ob das ein Spiel ist. Anhand der Let's Plays könnt ihr es ja immer ganz gut Strike beurteilen. One, der Rat hat Informationen, nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Ziele wurden aktualisiert. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir hier eine Bombe und Energieknotenpunkte. Und wir sehen dann immer, bis die Bombe voll aufgeladen ist und dann explodiert alles. Die Frage ist natürlich, wenn das Ding explodiert, sind dann auch gleichzeitig alle XCOM-Soldaten tot, die wir hier mit reinschicken? Naja, begeben wir uns auf jeden Fall erstmal zu einem der Knotenpunkte. Ja, da haben natürlich hier ein paar dünne Männlein, die uns versuchen, den Tag zu verderben. Aber wenn wir Glück haben, können wir erstmal eine Bombe deaktivieren. Mit Linksklick funktioniert es auf jeden Fall. Sie haben ja keine Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Gibt uns immer eine zusätzliche Runde Zeit, wie wir sehen. Das heißt, wir müssen so viele Energieknotenpunkte wie möglich deaktivieren und schauen, dass wir bis zur Bombe vordringen, damit wir dann die wahrscheinlich auch noch deaktivieren können. Machen wir es wieder so, dass wir 2-3 links, 2-3 rechts schicken, damit wir dann auch breit gefächert stehen und nicht zu nah zusammen. Der Herr Kelly könnte theoretisch natürlich noch ein Stück vor, aber dann liefert er sich auch dem Alien aus. Deswegen würde ich sagen, stellen wir ihn einfach mal dahin. Und das Schöne ist ja, unser Herr Peterson hat schon wieder ein Ziel erspäht, von da hinten aus sogar. Und hat 85%, also Daumen hoch, Daumen drücken, Daumen, Daumen, Daumen. Warum sage ich eigentlich so gerne so Daumen? Ich weiß nicht. Für jedes Wort Daumen ein Daumen hoch. Nein. Das wäre, glaube ich, auch etwas übertrieben. So, da können wir jetzt schon die Stürmerin etwas weiter vorstürmen lassen. Und gucken mal, was unser hässlicher Alien-Freund hier tut. Ah, er bespuckt uns natürlich mit seinem Lieblingsgift. Aber, ui! Deaktivieren wir erstmal hier diesen Energieknoten, bevor wir uns da aus dem Gift etwas zurückziehen. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Gut, dass wir unsere Rüstung haben, sonst wäre der Herr Kelly jetzt wahrscheinlich draufgegangen. Müssen wir gleich mal die Wunde versorgen. Sonst wird das nix. Der Herr Peterson hat schon wieder 85%. Da dauert es nicht mehr lang, bis er vielleicht dann auch noch aufsteigt. So, unsere Stürmerin ist ja schon ein Stückchen vorgestürmt. Und hat schon wieder ein paar dünne Männer entdeckt. Vielleicht steht sie ja auf dünne Männer, man weiß es nicht. Vielleicht steht sie aber auch auf dicke Männer, das wären dann die Newtons. Gute Arbeit, Strike One. Das bringt uns ein paar Minuten. 65% kann man auf jeden Fall probieren. Haben auf jeden Fall auch einen Gegner weniger. Die Frau Akoi kann dann auch schon mal ein Stückchen weiter vorkommen. Gaza, der hatte... Ach ja, die Aufgabe hier noch ein bisschen mit zu decken.
von hinten. Er macht sozusagen die Manndeckung. Da haben wir ja einen Feldposten. Und müssen dann wieder warten, was die Aliens tun. Und ich hoffe, sie jagen nicht wieder Autos in die Luft. Was ja ihre Lieblingsbeschäftigung ist, wie man ja beschreibt und weiß, dass Aliens gern Autos in die Luft jagen. Das kennt man ja von früher, wo man dann noch unterwegs in der Stadt war und da einfach mal so Autos explodiert sind, die Aliens in die Luft gejagt haben. So, spurte mal in deine Deckung rein. Hier hinten haben wir auf jeden Fall noch einige Energieknotenpunkte. Und das Geile ist ja wirklich, diese Scharfschützen können unglaublich weit über das Schlachtfeld gucken und haben natürlich auch eine super Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube, unser Herr Petersen schaltet hier einfach alle Aliens alleine aus. Ohne Hilfe. Und wird dann einfach auch belohnt, hoffe ich, mit einer Beförderung. Sie haben noch einen ausgeschaltet. So, hier haben wir auch noch einen Energieknotenpunkt. Da können wir uns ja schon mal hinbegeben. Feinde gesichtet! Nur einer. Ohne seine Kumpels unterwegs. Und das da hinten, das scheint die Bombe zu sein, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Einmal nachziehen, bitte. Wo steht er denn da? Ja, gar nicht den Knotenpunkt in die Luft. Das könnte ich mir niemals verzeihen. Aber natürlich noch einen vergifteten Soldaten auch. Wir haben noch mal jemanden an einem Knotenpunkt postiert. Hier haben wir noch ein bisschen Gift, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinlaufen. Ah, noch einer. Waren es doch noch zwei? Hat er doch noch einen Kumpel mitgebracht? Ziel wurde aktualisiert. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie sie. Würde ich ja gern tun, wenn ich hier nicht von solchen Alien-Freaks umgeben wäre. Ah, hier haben wir noch 45%. Und haben natürlich gleich mal den Schuss versetzt. Ja, als ob es am Visier gewesen wäre. Tut doch nicht so. Der Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Jetzt haben wir hier noch 62, jetzt müssen wir auf jeden Fall die Daumen drücken. Kill bestätigt. Kill bestätigt. Das möchte ich aber auch meinen. Wo haben wir denn unseren lieben Herrn Scharfschützen? Der könnte uns doch vielleicht bei dem letzten Alien noch behilflich sein. Haben wir denn noch jemanden, der uns damit Holozielen eventuell weiterhelfen könnte? Nein, die haben alle schon ihre Schüsse verbraucht. Das ist natürlich sehr schade. Aber vielleicht treffen wir ja auch mit 65%. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass unser Herr Petersen unser bester Scharfschütze im gesamten Korps das machen wird. Oder auch nicht. Auch wenn Nachschuss, Tiere, Zielvorrichtung. Hat auf jeden Fall jetzt alle Schüsse aufgebraucht, glaube ich. Wo steht er da hinten? Rücken wir mal noch einen etwas weiter ran, dass wir ihn besser treffen können nachher. Und hoffen, dass er jetzt nicht alleine im Alleingang der Alien noch einen von uns ausschaltet. Na toll. Hat er auch noch getroffen. Ja, zum Glück ist das Auto jetzt explodiert und nicht dann. Das hätte natürlich in der vorigen Runde passieren können, dann hätten wir jetzt einen Alien weniger. Ich glaube, die Frau Aoki, die nimmt ihm das dann auch krumm und wird jetzt hoffentlich bittere Rache nehmen. Zack und weg, sagt sie. So, dann aktivieren wir mal noch einen Knotenpunkt und pirschen uns noch einen Knotenpunkt weiter vor. Noch ein Energieknotenpunkt weniger.
Ja, das hast du super gemacht. Kannst zählen, bin ich stolz auf dich. Und wir nähern uns mit großen Schritten der Bombe, in der Hoffnung, dass sich nicht noch mehr Aliens hier in der Nähe der Bombe versteckt haben. Und können mal unseren Scharfschützen langsam ein bisschen nachziehen. Das Schöne ist ja, dass er wenigstens einen etwas größeren Bewegungsradius hat und damit ein bisschen schneller laufen kann. So, und dann setzt man dann gleich mal einen zur Bombe hin, dass man die im nächsten Zug auch entschärfen könnte. Es scheinen auch keine Aliens mehr in der Nähe zu sein. Entschärfe du das. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Vorsicht, Leute. Laut Aufklärung sind Feinde im Anmarsch. Neues Ziel erhalten. Feinde im Anmarsch? Ich sehe hier überhaupt niemanden. Ja, wir können mal jemanden für eine bessere Schussposition oben aufs Dach klettern lassen und ein bisschen Ausschau halten. Ob wir dann noch jemanden sehen. Hier hinten ist auf jeden Fall, wie es aussieht, keiner mehr. Da wird uns nicht viel übrig bleiben, erstmal alle auf Feldposten zu setzen und zu warten, ob es dann noch einen Alien gibt. Dann weitergehen. Spannen dann einfach mal alle so ein bisschen in der Gegend rum. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu viele Aliens mehr sind, die dann noch da sind. Oh! Hallöchen! Gleich alle auf einen. Sehr schön. Und den anderen hat natürlich keiner beachtet. Sollte es auch anders sein. Der Scharfschütze sieht den leider nicht, sonst hätten wir ihm auch noch einen Kill geben können. Aber irgendjemand muss den ja sehen. Oh, und der steht auch auf Feldposten. Geht gut. Ja komm, 3 Schuss reichen, oder? Ah, er hat auch 100%, das sollte machbar sein. Und schön den Kopf weggefegt. Gut gemacht, Strike One. Die Energiesignatur der Bombe wird mit 0 angezeigt. Energiesignatur der Bombe. Jawohl. Okay, wunderbar. Haben wir es geschafft. Können wir stolz auf uns sein. Unser Plasmagewehr ist leider noch nicht aktuell erforscht, aber wir haben auf jeden Fall Kohle erhalten. Wir können jetzt noch was Schönes bauen. Und haben natürlich auch die Beförderung zum Colonel geschafft mit unserem Scharfschützen. Und schauen wir mal, was wir da Tolles machen können. Ein Ziel, das ohne Deckung ist oder von der Flanke angegriffen wird, mit dem Präzisionsgewehr zu töten, zählt nicht als Aktion. Okay. Doppelte Portion. Wenn du keine Bewegung machst, kannst du dafür 2-mal schießen. Standardschuss. Oh ja, das ist doch super. Also wenn er jetzt hätte vorhin 2-mal schießen können. Dann nehmen wir das und wenn wir dann unseren anderen Scharfschützen noch hoch machen, können wir ja mal das andere ausprobieren. Und was haben wir denn für unsere Emma, die jetzt auch Colonel ist schon? Widerstandskraft bietet Immunität gegen kritische Treffer. Die Fähigkeit Sturm und Schuss sorgt für den Rest der Runde auch für 50% mehr kritischen Schaden. Ja, das ist zwar schön, wenn sie jetzt noch mehr kritischen Schaden macht. Aber da sie ja eh vorne an der Front kämpft, muss sie natürlich mehr einstecken, soll auch nicht wegsterben, deswegen nehmen wir mal keine kritischen Treffer. Ach, dünne Manns, Waffenfragmente, Panikverringerung. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Ja, gucken wir doch gleich mal auf den Panikbildschirm. Wir haben in Russland, in Frankreich und Südafrika und Nigeria immer noch sehr viel Panik. Können aber eventuell ja noch eine Einrichtung bauen. Und am liebsten wäre mir natürlich ein Satelliten-Nexus. Und den können wir nicht bauen, weil wir zu wenig Energie haben. Und das bedeutet, wir müssen doch ein Ellerium-Kraftwerk errichten, bevor wir das andere machen können.
275, 30, 40. Das verbraucht zwar relativ viel, aber dafür haben wir natürlich dann 30 Strom und plus 2 Energie für jedes andere Kraftwerk, was angrenzt. Da können wir erstmal sehr viel bauen und brauchen natürlich auch 14 Tage, bis es fertig ist. Ein Satellitenkontrollzentrum können wir nicht zufällig noch bauen. 150. Schade. Vielleicht können wir aber ja wenigstens noch einen Ausrüstungsgegenstand bauen. Ah, das sieht ganz gut aus. Da können wir vielleicht noch sogar zwei Skelettanzüge bauen. Obwohl die Frage natürlich ist, ist es zwingend erforderlich, einen Skelettanzug zu bauen? Für die Scharfschützen ist es bestimmt ganz gut, weil da dieser Kletterhaken noch dran ist. Und er bringt ja auch 10 Verteidigungen, wie wir gesehen haben. Also warten wir vielleicht erstmal noch, bis auf die Titanrüstung dann bauen können. Forschung ist aktuell für das leichte Plasmagewehr noch unterwegs. Ja, würde ich sagen, leichtes Plasmagewehr erforschen und Angriff auf den Alien-Stützpunkt machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es wieder ein Let's Play dann gibt. Und da verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute von euch. Bis die nächsten Tage. Tschüssi!